Letztes Formel 1 Rennen der Saison 2017, Bottas feiert Start-Ziel-Sieg in Abu Dhabi. Von Christian Hornung: Valtteri Bottas hat sich im letzten Saisonrennen der Formel 1 für seine treuen Helferdienste belohnen dürfen. In Abu Dhabi fuhr der Finne einen Start-Ziel-Sieg vor Weltmeister Lewis Hamilton und Sebastian Vettel heraus. Die Plätze hinter dem Podium gingen an Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari, knapp vor Max Verstappen im Red Bull und Nico Hülkenberg, der mit Platz 6 seinem Renault-Rennstall ein versöhnliches Finale bescherte. Bitter lief das Rennen für den Australier Daniel Ricciardo, der mit Hydraulikproblemen ausschied und dadurch noch den vierten Platz in der Gesamtwertung hinter Hamilton, 363 Punkte, Vettel, 317, und Bottas, 305, an Räikkönen verlor. Hast du wirklich attackiert? Und hast du ihn wirklich attackiert? Das fragte Vettel gleich nach dem Rennen kurz vor der Siegerehrung seinen großen Rivalen Hamilton, der bis auf eine kurze Phase nach dem Boxenstopp immer in einem Zeitfenster zwischen einer halben und fünf Sekunden hinter Bottas hergefahren war. In der Tat sah es phasenweise so aus, als würde der Brite seinem finnischen Mercedes-Kollegen den Triumph überlassen. Es gab zwar die ein oder andere Annäherung, aber eine richtige Attacke fuhr Hamilton nicht. Zweimal war er ganz dicht dran, leistete sich dann aber jeweils kleine Verbremse und fiel wieder zurück. Hamilton antwortete dann auch mit einem Lächeln auf die Vettel-Frage, die sich auch viele Fans an der Strecke oder am Fernseher gestellt haben dürften: Ich habe es versucht. Aber es war einfach nicht möglich. Tempo gut gemanagt. Kurz nach der Siegerehrung kommentierte Bottas seinen Erfolg so: Es ist schon ein sehr wichtiger Sieg für mich nach einer schwierigen zweiten Jahreshälfte. Ich habe das Tempo vorne gut gemanagt, das Auto lief absolut super. Ich kann meine Emotionen leider nicht so zeigen, aber die Freude ist gigantisch. Vierfach Weltmeister Hamilton meinte: Ich habe alles gegeben, in jeder Runde. Aber Valtteri hat es gut geschafft, mich auf Distanz zu halten. Das Überholen ist hier aber auch nicht einfach. Insgesamt war es eine überragende Saison. Vettel als fairer Verlierer. Vettel, der mit über 20 Sekunden hinter den Mercedes chancenlos war, analysierte seinen dritten Rang so: Nach 3-4 Runden habe ich gemerkt, dass die beiden vorne wegzogen, und dann wurde es ein etwas einsames Rennen. Ich sage es nicht gern,